Und jetzt hier, 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 was ist hier? Nein, 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 das kann es nicht sein. Liebe Steinerfreunde, willkommen Steinermeister aus dem Herzen Schweiz, aus dem wunderschönen Städtchen Zofingen. Ich habe Steine gekauft, genau 11 Kilogramm Steine. Ich werde es hier aufmachen, ich werde es testen. Und es ist China-Ware, ja. Und noch zusätzlich bei AliExpress gestellt. Und warum ich es bestellt habe und was sich dahinter verbirgt, mehr nach dem Intro. Bleibt dran! Schön seid ihr da geblieben, jetzt geht's los, es wird famos, es wird groß, es wird großartig. Ich hoffe es mal. Ich habe Steine gekauft. Ja, ich habe viele Steine gekauft. Es gab so eine Aktion, das kam dann in unserem Chat von den Steinefreunden, hat ihnen geschrieben, hey, schaut mal dort, ein super Shop, dort kannst du kaufen, gute Steine und eine gute Qualität. Und da ich eine Stadt bauen will und sehr viele Steine brauchen will, das will ich mit Hügel bauen, ich will da Straßen bauen, ich will da ein bisschen das Ganze schön hinterlegen und das Ganze natürlich auch schön gestalten. Und für das brauche ich Steine. Und da habe ich mal gewisse Dinge mir angeschafft. Und ja, was ich da erlebt habe oder erleben werde, werdet ihr jetzt live miterleben. Ja, zuerst mal die Tüten rauftun, die ich gekauft habe. Seht ihr, so sind die dann verpackt. Ich muss da schon ein bisschen so aufbauen, damit man das alles auf den Tisch bringt und das Ganze auch schön sieht, weil das sind ja Pakete, Pakete, Pakete. Das sind alle Pakete, die ich habe. Ich kann mich sogar verstecken hinten dran. Das ist doch eine Wucht. Und das sind von verschiedenen Shops. Ja. Für alle Schweizer, wenn es grün draufsteht, dann ist es zollfrei. Muss ich keinen Zoll zahlen. Ha. Cool. Und eigentlich alle sind grün, außer eine Sendung. Die habe ich heute erhalten. Und jetzt muss ich mal schauen, wo die ist. Von den ganzen Paketen her. Das ist das Paket hier. Das steht drin Swiss Post. Eine Nummer. Und abgabepflichtig. Boom. Abgabepflichtig. Ich versuche jetzt mal mit meinem iPad hier. Elektronische Verzolldokumente. Ja, das ist so erkannt. Und jetzt muss ich hier die Sendernummer eingeben. Ich muss 31,45 Zollgebühr zahlen. Das heißt, bei diesem Shop, der Shop hier, der hat genau den Betrag, den ich bezahlt habe, 130 Euro, genau auch der Post angegeben. Und darum ist das so, dass ich hier halt dann abgabepflichtig werde und 30 Schweizer Franken, das sind etwa 30 Euro, fast 1:1 heute, das auch bezahlen muss. Jetzt tue ich mal die Tüte auf mit dem Sackmesser. Ja, das ist immer so gut verpackt. Das ist wahnsinnig. Schaue ich mir mal das an, was hier drinnen ist. Hier. Und das muss ich jetzt bei allen. Es wird ein längeres Video sein. Ja, ich weiß das. Aber bei so viel Haul muss das ja auch sein. Dann kann ich das hier aufmachen. Aufpassen, dass ich mich nicht mit dem Finger vertrete. Und dann kommt schon raus, was habe ich hier gekauft. Ich habe hier Blätter gekauft. Ja, ich will ja auch die ganze Landschaft ein bisschen schön gestalten. Da brauche ich Blätter. Da sind Blätter drinnen. Da ist schon offen, aber es ist jetzt wohl passiert wegen dem da. Weitere.
Feta. Dann haben wir hier Soße zum Reinstecken, weil dadurch, das werde ich dann euch zeigen, ich baue dann natürlich für Bäume. Dann haben wir hier für Bäume, dann haben wir hier für Blätter. Dann haben wir hier Palmen. Palmen und ja, verschiedene Palmenarten. So. Und dann haben wir hier so Sträucher, die sind in Braun und das habe ich vor, denke ich, werden coole kleine Bäume werden. Dann natürlich Gräser, Gräser, Gräser. Und dann hier auch noch Spezial. Das ist alles, was ich gekauft habe. Ja, da denkt ihr, das ist nicht viel. Denke ich auch. Es sind natürlich viele Blätter drin und so weiter. Aber trotzdem, und jetzt dann noch 30 Euro zusätzlich Zollgebühr. Da müsst ihr genau aufpassen. Das ist jetzt wirklich ein Job, wo ich sagen kann, das kostet mich jetzt ein Vermögen. Das hätte ich fast auch mit Lego bezahlen können. Ja, nein, nicht ganz, aber so Art. Oder in Deutschland kaufen können und nicht in China. Das ist wirklich eine Herausforderung. Also wenn ihr da Dinge kauft, dann wisst ihr nie, ob ihr dann am Schluss noch Zollgebühr zahlt. Ich gehe jetzt da mal ein, da kann ich prüfen. Da kann ich prüfen. Zu prüfen. Ah, das ist gar noch nicht zum Prüfen. Dann ist das Versand. Ja, Versand habe ich hier. Und jetzt gehe ich da rein in den Versand. Ja, da habe ich die Palmen. Das habe ich. Diese und diesen. Ja, das ist gut. Dann kann ich hier drauf bestätigen den Wareneingang. Bestätige den Wareneingang. Da kann ich die Dinge abstreichen. Was ich habe, habe ich jetzt schon gemacht. Habe ja die alle angeschaut. Und da steht 126. Jetzt 450 Teile. Also es sind 450 Teile hier drinnen. Jetzt kommt's. Sind das jetzt wirklich 450? Sind das wirklich so viele Teile? Sind das 180 Teile und so weiter? Ich kann da mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ich könnte die alle nachzählen. Ich vertraue es einfach den Händlern mal, so bin ich jetzt halt, und sage mal, ich bestätige. Aber wenn ihr da sicher seid, dann müsst ihr jedes Einzelne rausnehmen, dann ausprobieren, dann reintun und dann am Schluss sagen, ist gut. Und dann fehlt vielleicht eins, dann habt ihr euch verzählt, dann fängt ihr wieder von vorne an und so weiter. Ja, ich mache das jetzt nicht, bestätige den Wareneingang. Dann kann ich hier drauf drücken, auf dieses Bestätigen, Bestätigen und dann klicke ich hier drauf und schon in Zauberhand schreiben Sie einen Kommentar. Ja, nein, ich schreibe jetzt keinen zurück zu Ihrem Konto, mache ich so. Ich hab's. Dieser Shop heißt Mock Part Store. Mock Part Store, der verkauft Teile für Mocks. Und dort habe ich das gekauft. Und da seht ihr solche Dinge. Ja, ich bin gespannt. Ich brauche ja Palmen. Und ich bin gespannt, ob das dann auch ist, wenn ich da wieder reingehe. Dann habe ich hier diese Bäume. Aber wenn ich die anschaue, haben die auch noch verschiedene Farbe. Ja, ist egal. Sieht doch cool aus. In einem Warenkorb. Ja, es waren nur grüne und hellgrüne. Und da halte ich jetzt aber noch so farbige. Da müsst ihr aufpassen. Also wirklich, da auf dem Bild. Und jetzt hier. Was ist hier? Nein. Das kann es nicht sein. So, dann machen wir weitere auf. Und schauen mal rein. So, das Video kann noch lang gehen. Es sind 12 Kilogramm. Aber ich spule ja immer schnell vorwärts, damit ihr da nicht zu lange warten müsst und das Video dann 10 Stunden wird. Und das Sackmesser hier rein in diese große Hülle. Und dann dieses durchtrennen. Es geht nicht anders. So, geht es rauf. Ich habe hier Steine. Und schon macht mir die Tüte auf, natürlich mit dem Sackmesser. Und das Sackmesser macht dann die Tüten
ein bisschen defekt und das ist natürlich nicht gut. Dann wird alles bestätigt, hinterlegt, alles bestätigt wieder, geschaut, ob alle Teile da sind. Ja, alle Teile zu zählen, das geht nicht, das ist aufwendig. Das nächste Paket wird aufgemacht und es wird wieder mal geschaut, ob alle Teile da sind. Und dann geht es weiter, der Berg wächst, er wird immer größer mit vielen, vielen tausend Steinen, die da drinnen sind. Und die nächste Tüte wieder aufgemacht und das Ganze nach oben gebaut, schnell wieder geschaut, ob ich da noch etwas holen kann und so weiter. Und dann wird dann die Tüte verpackt, schön hinterlegt, damit ich diese Steine schön auch sortiert habe. Und dann geht es weiter, ich im Eiltempo baue das nicht auf, sondern auseinander natürlich und schön in Tüten. Und wenn die Tüte kaputt ist, dann muss ich dann das natürlich in der Tüte tun. Das ist nur so Aufwendigkeit und es ist fertig. So, ich habe das jetzt ausgepackt. Es ist eine Riesenwucht von Teilen. Ich habe jetzt nicht genau nachgezählt, weil das ist der Wahnsinn. Was ich hier bestellt habe, bin ich ganz überrascht. Aber das ist der Shop Apansapio. Apansapio. Das ist dort, wo ich das bestellt habe. Was cool ist bei diesem Shop, das hat mir jemand einen Tipp gegeben, die Ware ist gut. Also ich finde die Ware gut. Es gibt hier dieses, schau mal, die Klemmkraft. Die ist gut. Wirklich, das hält. Das fällt nicht auseinander. Das hält. Keine zerkratzten Fliesen, was ich gesehen habe. Nichts, wo ich beanstanden kann. Vielleicht die Farbe ein bisschen anders. Aber cool, cool, cool. Hat alles und es gibt immer eine Türe und da gibt es noch einen Zeilentrenner. Das sieht einfach ein bisschen aus wie der vom Markenführer. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut, wenn das der Zoll sieht. Dann könnte es Schwierigkeiten geben, weil das halt auch geschützt ist, dieses Teil. Das müssen wir wissen. Das ist geschützt. Von dem her, der Tipp war super und wir gehen zum nächsten und ich mache es mal auf und schau mal, was drinnen ist. Ja, und tu es hier wieder drauf und dann sehen wir weiter. Ha. Da habe ich in diesem Shop, und das muss ich mal schauen, wie der Shop heißt, der ist auch bekannt. Hat mir mehr gesagt, ich habe nie etwas bestellt. Mal schauen, ob der auch gut ist. Gehen wir mal rein. Ja, ich habe nachgeschaut und ich habe den Shop gefunden. Aber der Shop gibt es nicht mehr. Der verkauft nichts mehr. Der Shop, der hat wohl, der heißt Shop 22 37 15, das gibt es natürlich nicht mehr. Und der hat coole Teile verkauft, aber der gibt es nicht mehr. Habe ich den jetzt ausverkauft? Wurde der eliminiert und so weiter? Das sind diese Teile hier drinnen, ganz coole Teile mit diesen Ecken und so weiter. Ja, es gibt ihn nicht mehr. Ich kann ihn euch nicht empfehlen, was ich sagen kann zum anderen Sap. Ja. Pansapia. Ja. Der ist natürlich cool. Und was ihr aufpassen müsst, wenn ihr dort zum Beispiel, ihr könnt 1000, 200 oder 50 Teile kaufen und wenn ihr dort zwei Tüten oder drei Tüten abgebt, dann geht dann plötzlich die Versandgebühren nach oben und dann zahlt ihr viel mehr. Und darum, ich habe am 11.11. habe ich diese Sets gekauft, da gingen die Rabatte nach unten, da wurde das günstiger und so weiter. Ich habe etwa 250 Euro für das Ganze bezahlt. Ja, 250 Euro für so viele Steine, da wird man steinreich und zahlt nicht so viel. Und die Qualität, muss ich sagen, der mir den Tipp gegeben hat, das ist gut, das hält, das, wenn ich das hier drauf stelle, das tönt auch gut. Vielleicht sogar eine bessere Klemmkraft als Lego. Ich weiß es nicht, aber für mich her kein Unterschied. Cool, cool, cool. Ich bin froh. Ich kann auch diese Steine versuchen hier aufzumachen, die ich auch gehalten habe. Das ist ein anderer Shop. Mal schauen, ob das hält hier. Ja, auch das hält, hält, hält. Bombenfest. Ja, und das brauche ich zusammen natürlich mit anderen Steinen, um so Berge
massiv zu machen. Da kommt der Club. Ich zeige es euch dann. Ich habe Ideen, einen Wasserfall zu bauen. Ich habe Ideen, Wälder zu bauen. Ich habe Ideen, schöne Straßen zu bauen. Ich habe Ideen, das Ganze schön auszugestalten. Und dafür brauche ich Steine. Und darum habe ich zugelangt. Und ich finde es super. 11 Kilogramm Steine für 250 Euro. Wow, ich fühle, das ist ein guter Kauf gewesen. Ich bin froh, dass ich jetzt mal zugeschlagen habe. Ihr auch. Vielleicht schreibt mir rein, ob ihr mit diesem Shop auch schon gute Erfahrungen gemacht habt. Ich habe alles von mir bezahlt. Ich habe nichts erhalten von dieser Firma. Nichts, nada, sondern ich habe es bezahlt. Das mache ich immer so. Aber ich habe es auch eingekauft. Ich habe bei AliExpress gekauft, ja. Ich habe mir lange überlegt, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Ich habe ihm gesagt, kaufe ich nicht. Aber jetzt habe ich es gemacht und ich bin diesmal happy. Also ich finde das super, super Shop. Cool, cool. Schade ist der andere Shop nicht mehr da. Der hat auch coole Dinge. Aber ich kann den empfehlen, kauft dort, wenn ihr viele Steine braucht. Ja. Ich habe noch eine Tüte. Und in dieser Tüte habe ich die Dinge schon, aber das ist von dem Shop, was es nicht mehr gibt. Und da habe ich ein Teil bestellt, das ich leider nicht in dieser Tüte finde. Ich werde jetzt das bestätigen, die ich erhalten habe, aber diese nicht. Aber weil es den Shop nicht mehr gibt, denke ich, wird da nichts passieren. Es sind ja nur 20, das hat ja auch nicht so viel gekostet. Aber trotzdem muss man da aufpassen. Ich bestätige jetzt Dinge. Aber der letzte bestätigt nicht und werde ich wohl nicht erhalten. Ja, schade. Vielleicht ist bei diesem Shop wirklich passiert und da muss man jetzt wirklich aufpassen. Das kann natürlich sein, man kann einen Streitfall eröffnen. Ich weiß aber nicht, wie das funktioniert, wenn dann der Shop nicht mehr vorhanden ist. Das hat gefehlt. Ich werde dort schreiben. Und wenn ich da Feedback erhalten habe vom Händler und so weiter, werde ich euch das melden. Aber eben, der Shop gibt es ja nicht mehr. Ja, so kann es auch sein. Also, aufpassen. Ich hatte Glück. Ich hoffe, ihr auch. Beim anderen Shop denke ich, gute Ware bis jetzt. Sehr zufrieden, aber sonst passt auf, was ihr kauft. Sonst erhaltet ihr nicht. Ihr könnt natürlich das melden und dort einen Streitfall eröffnen und so weiter. Aber ob das da klappt, weiß ich nicht. In diesem Sinne, alles Gute, bis das nächste Mal. Euer Steinermeister und tschüss.